Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Championship Rally. Das Spiel ist so bekannt, dass kaum ein Cover auffindbar war von diesem Game. Nicht unbedingt ein gutes Zeichen, aber ich lasse mich natürlich nicht abschrecken und schaue hinein. So, einmal kurz so noch räuspern und los geht's. Was haben wir hier? Copyright 81. Da gab es noch keine NES. Okay, 91. Okay, Namen festlegen. Okay, ich kann hier meinen Namen eingeben. Das ist natürlich der Rob 64. So. Ja, geht. Na, ich möchte den Namen nehmen. Name eingegeben. Und starten. Sehr gut. Erstens Name. Ist jetzt Name eingeben oder was? Ah ja. Zweitens beste Zeit. Championship starten oder Battle? Ah, Battle, ist das ein Zweispielermodus? Rally. Komm, starte doch das Ding. Ja, geht schon. Next. Geht schon, go. Was nehme ich denn da jetzt? Wo ist denn eins? Eins, das dann nehmen wir. Jede Menge Optionen auf jeden Fall in dem Game schon mal. Ein bisschen zu viele Optionen für meinen Geschmack. Okay, wow, jetzt geht's los. Okay, mit Steuerung checken. Start ist Pause. Select bringt nichts. Gut. So, da. Wow, die Steuerung ist ziemlich akkurat. Wow. Aber es hört sich eigentlich ganz gut. Wow. Bringt Bremsen eigentlich was? Wow. Kreaturen gibt es leider keinen. Oh ja. Komm schon. Ich häng da irgendwie. Nach. Und gib nicht Gas. Gib doch Gas. Gib Gas. Reverse. Vorwärts. Naja. Gerade noch die Steuerung gelobt und dann sowas. Na, nix Reverse. Gib Gas. Gib doch Gas. Wie ist das die Strafzeit, die man kriegt, wenn man wo reinfährt, oder wie? Also die Grafik war eigentlich ganz hübsch. Also die Grafik ist ganz okay. Für ein NES-Game. Sound. Kann man eigentlich auch lassen. Geht schlimmer. Motorengeräusche wenigstens nicht ganz so nervig. Und die Häuser und so schön gepixelt. Ja, man darf nicht auf B drücken werden. Also man darf nicht bremsen. Bremsen bringt es nicht. Bremsen macht nur Probleme, kommt mir vor. Einfach so durchherzen. Ja, interessant wäre natürlich jetzt noch eine andere Strecke. Wow! Genau auf der Ideallinie liegt natürlich so ein Schneebatzen. Warum? Könnte es auch anders sein. Okay, ich resette das mal und möchte noch eine andere Strecke anschauen.
Championship. Na, es ist ungleich da. Geht schon, los. Ah, es ist eine ähnliche Strecke anscheinend. Es ist die gleiche Strecke. Ja. Gehofft. Ich krieg noch irgendwas ein bisschen mehr Offroad. Es interessiert, ob es da auch Höhen gibt, also irgendwas Sachen zum drüber springen oder so. Scheint bisher nicht so zu sein. Ja, die Kurve habe ich schon bekommen, aber jetzt hat der Schnee nicht dort. Habt ihr das gesehen? Diesmal war in der Ideallinie kein Schnee. Also ist die Strecke nicht immer ganz gleich vielleicht. Wäre ein cooler Ansatz. Wie viele Runden muss ich machen? 3. Soll ich die 3 Runden jetzt einmal fertig fahren einfach? Ich glaube, ich mache das jetzt, was soll's. Jetzt habe ich mir ein bisschen eingefallen schon. Ja, kennt ihr das Game vielleicht? Also wenn ihr das Game vielleicht aus eurer Kindheit kennt, dann haut mal in die Kommentare, wie das damals so war, ob ihr das gefeiert habt oder ob ihr den Kauf damals eher bereut habt. Würde mich interessieren. Ich spiele die Spiele aus heutiger Perspektive und kann natürlich nur bedingt nachvollziehen, wie das früher war. Das Geradefahren ist manchmal gar nicht so leicht, das Ding gerade zu halten. Ah. Was jetzt hier natürlich ein bisschen fehlt, aber geil wäre eine Streckenübersicht, damit ich weiß, welche Kurve als nächstes kommt. So bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als die Kurve auswendig zu lernen. So, letzte Runde. Es ging nochmal Vollgas. Streng mich an. Möglichst wenig anfahren. Gar nicht so leicht. Die Pfeile, die einen zeigen, wo wir hinfahren sollen, die kommen für mich ein bisschen zu spät. Also, sie sollen das simulieren, denke ich mal, wie es bei der Rallye angesagt wird. Jetzt war es früh genug, aber manchmal kommt es einfach zu spät. Hätte man dann vielleicht auch mit Tönen lösen können, dass die Richtungsvorgaben Töne haben. Ich glaube, das ist meine beste Runde. Und Vollgas ins Ziel rein. Ich denke, ich war ganz gut. Und Platz. Wo ist es? Mein Platz? Next. 10. von 10. Come on. Echt jetzt? Ich war doch gut. Da habe ich mir jetzt doch mehr erhofft. So, dann. Hier kann ich mir noch eins aussuchen. Vierradantrieb ist natürlich besser. Turbo. Normal. Turbo. Slicks. Das weiß ich natürlich nicht, was brauche ich auf dieser Strecke jetzt? Ist das wieder eine Schneestrecke? Schauen wir mal, ob das jetzt einen Unterschied macht. Der Turbo besser ist, kommt man schon besser vor. Wow! Ich glaube, der ist schneller. Ich glaube, der ist viel schneller.
Das Weiße, was da hinten rauskommt, das ist, glaube ich, der Turbo. Und die Strecke ist jetzt anders. Grafik ist nahezu ident, Strecke ist anders. Mal schauen, ob ich jetzt wieder Letzter bin. Jetzt kenne ich halt die Strecke noch nicht. Das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen schwierig. Wow, gerade noch geschafft. Das U-Turn. Ja, aber mir fehlt in dem Spiel ein bisschen die Dynamik. Also das Driften kann man hier null. Oder falls doch, habe ich es nicht rausgefunden, wie es geht. Come on! Ich schaff das. Ist immer noch die erste Runde, nicht zu fassen. Ja, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ganz spaßig ist, sich hier mit der Zeit zu battlen. Mit dem Kumpel am Sofa, schauen, wer die bessere Zeit fährt. Warum nicht? In den Schnee reingekommen. Das hat Zeit gekostet. Unverzeihlich. So. Und nochmals U-Turn. Geschafft. Fast geschafft. Man kann nie gescheit geradeaus fahren. Es ist wirklich ein Problem. Volle Kanne. Mal schauen, wie war ich? Bitte nicht Letzter. Einfach nur nicht Letzter sein, bitte. Nein, ich war wieder Letzter. Das gibt's ja nicht. Jetzt ich extra schon ein Turbo-Auto. Und trotzdem kurz. Ein Jammer. So, da ein letzten Versuch noch. Letzter Versuch. Jetzt bin ich halt nur im Schnee gefahren. Lerne ich die anderen Strecken hier nicht mehr in diesem Let's Play kennen. Oder soll ich noch? Ich schaue mir noch eine andere Strecke an, egal. Ich schaue mir noch eine andere Strecke an. Ein Reset noch. So, da. Best Time. Oh nein, Battle vielleicht, was das? Rally. Und das da. Ja. Und jetzt aussuchen. Nein, ich kann mir hier schon nicht. Next ist A. Portugal. Safari. Das klingt gut. Das klingt doch was anderem. Wie ein Sturmfrosch heute im Hals, furchtbar. Den ganzen Tag nichts und kaum setze ich mich vor das Mikro. Vollgas. Schaut, ist doch um einiges schwieriger. Es ist auf der Straße gelegen jetzt, bitte. Wow, da kann man springen. Geil, dass ich noch ausprobiert habe. Da gibt es tatsächlich noch Sprünge. Okay. Cool. Bringt ein bisschen Abwechslung in die ganze Sache natürlich. Wow, es ist schon echt schwer und hart schnell zum Reagieren. Ich hoffe, das kommt im Video auch so rüber. Aber es kommt ein. Wow, nur so schnell vor, weil das immer so zickzack geht. Aber in Wirklichkeit braucht man eh nicht gerade das Fahren. Okay, in Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm. Aber es gibt schon ein cooles Speed-Gefühl. Wow. Aber man muss halt immer nur Vollgas geben. Muss man halt auch sagen. So. Final Lap. Batz. Batz. Volle Kanne durch. Wow. Kurz angefahren. Ja. Ich fahr doch geradeaus. Es ist fast unmöglich, manchmal geradeaus zu fahren.
So. Geschafft. Ja, das war Championship Rally. Schön, dass ihr mit dabei wart bei Championship Rally. Das war's. Kann man mal spielen, ist ganz lustig. Vor allem, ich glaube, zu zweit, wenn man sich da mit den Zeiten battelt, macht es ganz schön viel Spaß. Gut. An der Stelle, danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn ihr Spaß hattet. Daumen hoch für Championship Rally. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, es gibt jeden Tag ein neues NES-Video. Und da unten könnt ihr es abonnieren. Gibt es direkt nach Hause geliefert. Ansonsten könnt ihr euch anschauen, was ich nicht schon alles gezockt habe. Da drüben. Ciao, ciao.